Hey Freunde, willkommen zum heutigen Video. Heute testen wir mal ein großes Set sozusagen. Es ist das GBV Veko Red Star Collection aus der Pro Line. Ja, so sieht das ganze Teil aus. Ich schaue euch mal gleich noch ein bisschen näher ran und dann schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten an und dafür, wie gesagt, hole ich euch näher ran. So Freunde, das Set ist verschweißt, das lassen wir erstmal auch so, macht sich besser mit dem Transport, sonst fällt hier wohl alles raus. Was ich schon sehen kann, sind, also hier ist ein römisches Licht auf jeden Fall drin, das Red Star 6, also die sind alle beschriftet sozusagen. Wir haben hier ein paar Raketen, sieht aus wie 4 Stück und hier drunter versteckt sich eine kleine Heulerbatterie, dann haben wir hier eine Fontäne. Und wir haben insgesamt 4 Batterien mit 15 Schuss. Red Star 4, 3, 2 und 1. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns die Sachen mal draußen an. Preislich habe ich bezahlt, glaube 50 Euro. Und ja, dann schauen wir mal, ob das Geld wert ist. So Freunde, wir machen jetzt das Red Star aus der Pro-Line. Wir fangen an mit dem Rögi. Fangen wir mit der Fontäne an, die Red Star 5. Du, dein Lautes. Das ist laut. Sehr schön. So, dann machen wir gleich weiter mit den Raketen. 5 Stück waren drin. So. Oh. Laut sind sie. Oh, nicht. So, und die letzte, dann machen wir mit den Batterien weiter. So, was machst du jetzt? Die kleine Fontäne. Ist die da reingestopft? Nö. Fängt alles an mit. So, nicht so bitte Licht. So, wir fangen an mit der Red Star 1. Ja,
für eine abwechslungsreiche. Machen wir auch gleich mal weiter mit der Red Star 2. Schade. Abwechslungsreich. Machen wir gleich mal weiter mit der Nummer 3. Auch hier wieder Lunte suchen. Da ist die Lunte. So. Red Star 3. Und die letzte Batterie in dem Set ist die Red Star 4. Schauen wir mal. Allem im allen ein schönes Set. Fette Elke. Kommt jetzt die fette Elke? Ja. Ui. Das sah nach Double Power aus.